Der Neunte der Liga, Schalding-Heining, hängt durch, findet nicht so richtig in die zweite Saisonhälfte rein. 13 Spiele gespielt, nur 3 Siege eingefahren. Das ist einfach zu wenig. Punkte müssen her. Das denkt sich aber auch die Spielvereinigung, die dem Klassenerhalt hier wieder ein Stückchen näher rücken will. Rein ins Spiel, Schalding in Grün und zu Beginn engagiert. Und dann geht schnell Hubersteck durch und Wirth beschert dem SVS das Führungstor in der 10. Spielminute. Die Gäste, die spielerisch stärkere Mannschaft, aber ohne Torerfolg in die Pause. Rund 500 Zuschauer vor Ort. Für die Schaldinger Fans alles gut bis hierhin. Und man hat Hunger auf mehr. In die zweite Hälfte geht's mit einem Paukenschlag. Keine Minute gespielt und es fällt das Tor für Fürth. D'Adamo mit dem Ausgleich in der 46. Minute. Schalding nicht chancenlos, doch die Gäste kommen auf. Der Verdacht eines Abseits hier auch, aber kein Pfiff, dafür ein Tor. Für uns schwierig aufzulösen, der Zweifel bleibt. Der Stand von 2:1 für Fürth, aber auch. In der Schlussminute Schalding noch einmal komplett von der Rolle. Das ist schon eine ganze Fehlerkette, muss man sagen. Das Kleeblatt nimmt natürlich dankend an. Eine Szene, die der SVS sicher gern streichen würde. Doch Civilek besiegelt den 3:1 Auswärtserfolg der Spielvereinigung. Jetzt haben wir dann die letzten 30 Minuten richtig auseinandergebrochen, ohne Selbstvertrauen, viele Bälle verloren, ganz einfache Ballverluste. Und da macht es natürlich ein Gegner einfach, dass er hier zu 3 Punkten kommt. Und das ist nicht das Schalding, das wir kennen. Und es ist letztendlich auch das Problem, dass viele von uns ein bisschen durchhängen, extrem durchhängen. Und wir dadurch, sage ich mal, nicht mehr die Leistung bringen, die wir schon gebracht haben. Schalding enttäuscht, Fürth feiert 3 wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.